Seit Ende 2021 gibt es das Boss-Update auf Gorma HD City Build. Es gibt dadurch insgesamt 16 neue Bosse, die man dadurch besiegen konnte. Ja, und jetzt gibt es dann die Sache, es hat sich nach der Zeit immer wieder ein bisschen verändert, neue Wächter hinzugefügt und mehr Schaden. Ja, aber auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt nämlich alle Bosse, wie sind sie aufgebaut, wo drin sind sie gut, wie könnt ihr sie finden. Falls ihr euch jetzt nämlich fragt, wie ist dieser Boss aufgebaut, könnt ihr euch jetzt nämlich hier das anschauen, wie ich ihn auch besiegt habe und wie ihr es auch dann machen könnt. Dadurch könnt ihr wirklich nahezu jeden Boss besiegen und es wird total einfach. Schaut es euch an, gebt einen positiven Like und einen Abonnent da, damit ich weiß, es ist eine gute Sache auf jeden Fall. Und ihr könnt mich dadurch sogar noch unterstützen mit der Premium Plus Rolle. Der erste, den ich habe, ist Anubis. Anubis ist in der großen Pyramide. Es ist eine echt große Pyramide, wo oben ein Enderportalrahmen und ein bisschen Gold ist. Wenn man dann nämlich nach unten geht, also, ja, wo dann sein großer Raum ist, nach dem ganzen Labyrinth, findet man Vexen. Vexen, das ist eine Menge dort sogar. Ja, ist ganz schlimm. Aber Anubis hat 700 Herzen, das eine Menge ist. Dabei droppt er das Ticket, das spezielle Leder und Totem von Anubis. Seine Spezialattacke, er hat keine richtige, er ist nur im Nahkampf sehr stark. Im Dungeon ist auch noch das zu finden, das The One Buch und ein Netherite Block. Was aber auch nochmal zu sagen ist, da ist ja der Adam auch nochmal drin und der gibt einem Langsamkeit und macht diesen Widderkopf. Ja, die nächsten, die ich dann habe, ist Leonidas oder auch Lucas. Das ist nämlich eine 50-50% Chance, dass man einen von den beiden bekommt. Ja, auf jeden Fall, das Dungeon von denen nennt sich also Schlossturm. Sie haben keine besonderen Wächter, aber dafür geben sie einen den Übelkeit-Effekt und machen mehr Dornen sogar. Auf jeden Fall, beide haben eine Herzanzahl von 800. Leonidas droppt die Schutzwandkette und Lucas das Logbuch. Ja, was es dort zu finden gibt, es sind nur Custom-Köpfe. Also es gibt nichts Besonderes dort wirklich. Ja, man kann es gerne nehmen. Den nächsten, den ich auf der List habe, ist Demogorgon. Demogorgon ist nämlich im Plains und sein Dungeon nennt sich Upside Down. Es ist sozusagen so ein, ja, so ein Betonhaus irgendwie. Wenn man da nämlich nach unten geht, der hat nämlich gar keine Wächter und aber hat eine Herzenzahl von 900. 900, das ist eine Menge. Ja. Was droppt es? Er droppt nämlich das Ticket, Metall und sein Totem. Seine Spezialattacke ist, dass er mit diesen Schalkas abschießt, nämlich. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Und er gibt ein Blindness. Was auch nochmal zu Demonga zu sagen ist, er ist sehr langsam. Also man kann ihn sehr einfach trappen. Ja, was gibt es dann nämlich im Dungeon zu finden? Also sozusagen die Kühlschränke sind dann nämlich die stärksten Sachen. Ja, auf jeden Fall. Also im unteren Teil ist nämlich antiker Schrott zu finden und oben ist es Eisenblöcke. Hugo findet man sozusagen, ja, es gibt nicht so besonders. Also man muss einfach sozusagen einen Strand abgucken. Überall, wo Strand ist, kann man Hugo nämlich finden. Dein Dungeon ist nämlich der Leuchtturm. Wächter hat er nämlich gar keine und hat 400 Herzen. Also die Drops auf jeden Fall von Hugo ist die Schutzwandfackel. Man hat sozusagen eine Chance, entweder bekommt man Seelen oder eine normale Schutzwandfackel, aber man kann beide auch bei nur einem Boss bekommen. Seine Spezialattacke ist, dass er mit Bogen schießen kann und sogar auf Feuerkugeln. Was aber ein kleines Problem ist, weil wenn er schon begonnen hat zu schießen, also aber dann sich selbst trifft auf den Boden, dann bekommt man ihn kaum weg und er macht nur noch Dorn. Das ist gefühlt schon so schlimm. Aber Verstecke im Dungeon gibt es leider keine. Also es gibt halt nur oben eine kleine Seelaterne und dann, ja, mehr gibt es da leider nicht.
Den nächsten, den ich jetzt habe, ist nämlich Groot. Groot ist auf den normalen Plains, also auf den ganz normalen Hügeln zu sehen. Sein Dungeon ist nämlich der große Baum und seine Wächter sind Phantome und Wächsen. Er hat insgesamt 700 Herzen und was er droppt, ist das Stock, Ticket und die FI7-Axt. Seine Spezialattacke ist, dass er einen Schwebeeffekt macht, aber auch nur im Nahkampf ist. Verstecke im Dungeon gibt es leider gar keine, also die einzigen Sachen, die man dort looten kann, ist wirklich Holz oder auch die Blätter. Tylisson ist nämlich im Bambus, also besonders im Bambusbiom im Dschungel zu finden. Sein Dungeon nennt sich Asiatischer Tempel, ist es wirklich ganz großer. Seine Wächter sind Blazes und Illusioner. Und er hat insgesamt, oder eher sie, stimmt ja, sie hat insgesamt 500 Herzen. Seine Drops sind Ticket und das besondere Stahl. Die Spezialattacke von ihr ist der Blindness-Effekt. Und sie wirft Schadenstränke, so wie, und die macht auch nochmal den Wither-Effekt. Ja, was gibt es im Dungeon auch nochmal zu finden? Es gibt Emerald-Erze, es gibt Ender-Augen, es gibt, ja, es gibt sozusagen auch Pandas sogar dort. Also es will, wenn ihr jetzt zum Beispiel zu faul seid, um jetzt noch Panda-Farm zu machen, kannst du das nämlich alles looten. Den nächsten, den ich habe, ist Arthur. Arthur findet man sehr oft, ne, und das immer beim Mountains-Biom, also wo die ganzen Berge sind. Das Problem ist, der spawnt sehr oft in einem Spieler drin, also wenn du mit Elytra irgendwo über Mountains so rüberfliegst, pass dir auf, flieg nicht so schnell oder lauf einfach. Die Wächter nämlich von Arthur sind die Hunde, also die sind dann nämlich aggressiv. Und in dem ganz, in der ganzen Burg, wie, ja, wo er auch nämlich drin spawnt, gibt es auch noch Lancelot und Robin. Die haben beide sogar auch nochmal einen Collection-Kopf. Die haben, ja, eine sehr seltene Wahrscheinlichkeit. Auf jeden Fall, Lancelot hat 50 Herzen und Robin hat 20 Herzen. Jo, Arthur hat insgesamt 600 Herzen und seine Drops sind nämlich Ticket und das Totem von Arthur. Arthur kann nur im Nahkampf ja, aktiv sein. Das bedeutet einmal Wasser hin platzieren und schon hast du es. Die Verstecke im Dungeon sind auf jeden Fall, dass man sehr viele Anvils dort looten kann. Es gibt ja auch ganz viele Custom-Köpfe und es gibt nochmal einen Keller. Ich bin aber nicht so mehr drauf eingegangen, nämlich mit dem Keller. So, dann gehe ich hier nämlich mal zu Karl. Karl ist überall im Untergrund zu finden. Ich frage. Auf jeden Fall, der ist überall zu finden. Also egal in welchem Biom du bist, er kann überall nämlich zu finden sein. Ja. Gut, es sieht so aus, als wenn mir niemand schreibt. Ich weiß es selbst nicht. Also, ja. Sonst schreibt das einfach in den Kommentaren oder so. Ich bekomme ja gar nichts. Ja. Karl hat zusätzlich auch nochmal während des Kampfes spawnte Silberfische. Und im ganzen Bunkers spawnt auch nochmal John. John hat 20 Herzen und ja, sehr selten eigentlich mit dem Collection-Kopf. Er hat nämlich insgesamt 300 Herzen. Habe ich sozusagen raus. Ich dachte eigentlich, das wäre sehr wenig, aber ja. Die Drops auf jeden Fall von ihm ist der Ticket und ein Totem von Karl. Warte, ich muss mal kurz Cut machen. Gut, auf jeden Fall nochmal weiter. Karl, ja, er spawnt nämlich Silberfische, John 20, Herzen 300, das Ticket und das Totem. Das habe ich ja alles gesagt. Gut. Seine Spezialattacken, er macht nämlich den Boden ab und zu Honig, also sozusagen alles in seiner Nähe. Also es ist trotzdem sicher, einfach Wasser hin zu platzieren und dann geht alles klar. Und was nochmals interessant wäre vielleicht, Karl versprüht nämlich Feuerpartikel jedes Mal, wenn du ihn irgendwie angreifst. Ja, also das bedeutet somit, du bekommst ein bisschen mit Dornen. Verstecke im Dungeon, besonders an Netherite Ingot, sowie das seltenste wahrscheinlich sogar jetzt noch, ein Schalker-Morph. Das bedeutet, man hat immer noch eine Chance, den Schalker Collection Kopf sozusagen eher zu bekommen. Nächsten, den ich auf der Liste habe, ist Gotland. Gotland ist nämlich in der Orkstadt. Das ist im Sumpf.
Orkstadt ist sozusagen halt aus Dark Planks gemacht und der Gottlin hat da nämlich keine Wächter. Aber es spawnen trotzdem normale Ravager. Also das bedeutet, ihr könnt dort den Ravager-Kopf bekommen. Er hat insgesamt 600 Herzen und seine Jobs sind Stock, Ticket und das Metall. Ja, seine Spezialattacke ist, dass er den Schwebeeffekt macht. Und was gibt es da noch im Dungeon zu finden? Es gibt da eigentlich nur Schätze, also Truhen mit Loot zu bekommen. Besonders selten, also besonders bekommt man dort jetzt den Skelly-Kopf. Mach ich mal weiter mit Hotdog. Cool, das ist die letzte Seite. Hotdog ist nämlich in Plain. Sein Dungeon nennt sich Schloss Mühlenhof und seine Wächter sind Illusioner. Insgesamt hat Hotdog 500 Herzen, seine Drops sind Ticket und Totem von Hotdog. Seine Spezialattacke ist, dass er sozusagen TNT-Explosion macht. Das macht einen Schaden und es wirft einen sogar noch nach oben. Seine Verstecke im Dungeon ist auf jeden Fall die Schalker-Box. Es gibt ganz oben, gibt es auch nochmal so viele Beehives. Wer weiß, ich würde sie auf jeden Fall gerne nehmen. Ich finde die selten. Aber jeder muss selber wissen. Dann gibt es auf jeden Fall Salazar, der spawnt nämlich im Deep Ocean. Man findet ihn sehr oft auf einem Meer. Ja, auf jeden Fall, das Dungeon nennt sich ein Piratenschiff. Und es gibt da viele Sachen zu looten. Auf jeden Fall, die Wächter von denen sind Fantome. Er hat insgesamt 600 Herzen. Und seine Drops sind dort Stock, Ticket und das Totem. Seine Spezialattacke ist, dass er den Übelkeit-Effekt und den Gift-Effekt eingibt. Seine Verstecke im Dungeon ist auf jeden Fall ein OP-Goldapfel, ein Azur-Bleed und ein Netherite sowie eine 3-Teile-Buchreihe. Ja, Don und Jesus ne sind nämlich zusammen in Savannah in der Gommevilla. Die haben beide keine Wächter, aber haben beide genau 500 Herzen. Was die droppen, das ist genau bei denen gleich. Die Guard-Platte, also sozusagen dafür, dass man den Bodyguard craftet, ein Stock und ein normales Ticket. Seine Spezialattacke ist, dass die Lava platzieren, aber es macht keinen ganz Schaden. Das Problem ist aber, kann den Loot nämlich verbrennen. Die Verstecke im Dungeon ist auf jeden Fall eine normale Schalkerbox und am Kühlschrank die ganzen Eisenblöcke. So, dann kommen wir nämlich zu George, der nämlich im Heißluftballon ist. Diese Heißluftballons kann man nur im Dark Oak Forest finden, also sozusagen im Zauberwald. Seine Wächter sind gar keine und er hat insgesamt 400 Herzen. Seine Drops sind Ticket und der große Lava-Eimer. Seine Spezialattacke aber ist, dass er mit seinem Bogen schießen kann. Ja, und dieser Bogen, der macht unnormal viel Damage und der hat einen sehr großen Rückstoß. Seine Verstecke im Dungeon, es ist sozusagen bei den verschiedenen Luftballons, also Heißluftballons. Da findet man nämlich Truhen. Und was hier drin zum Beispiel sehr besonders ist, sind nämlich entweder die Phantommembrane oder die Raketen, die keine bestimmte Flugdauer haben. Das bedeutet, steht da noch nicht mal. Diese würde man eigentlich nur im Creative bekommen. Man kann die nicht in normalen Survival spielen und ich bin da wieder weg. Ja, gut. Dann komme ich nämlich zu Huibu. Huibu ist nämlich im Terrakotta-Biom, also Mesa-Biom. Sein Dungeon nennt sich Geisterstadt. Es ist wirklich eine Geisterstadt. Es ist sozusagen eine Western-Stadt. Auf jeden Fall eine Geisterstadt. Das ist wie so ein Western, nämlich. Seine Wächter sind Illusioner und Vexen. Was es da aber auch zu finden gibt, sind die Skelettpferde. Diese Skelettpferde, die haben insgesamt 500 Herzen, aber Achtung, die haben Dorn. Huibu hat komischerweise auch sehr wenig Herzen. Er hat insgesamt nur 300 Herzen. Seine Drops sind nämlich das Blut und sein eigenes Totem. Ja, seine Spezialattacke, er hat keine richtige. Er spawnt ja halt nur die Wächter, aber er ist im Nahkampf sozusagen wichtig. Also einmal Wasser platzieren, sozusagen oben an der Treppe und das reicht schon. So, seine Verstecke im Dungeon ist auf jeden Fall der Keller mit den Erzen, genau dort, wo er auch spawnt. Und es gibt eine Menge Custom-Köpfe. Und es ist auch noch so, dass man in den ganzen Truhen zum Beispiel noch XP-Bottles finden kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel XP-Bottles brauchst, kannst du gerne dann rausholen. Dann komme ich sogar nochmal zum letzten
den besondersten nämlich. Diego. Diego ist wirklich der seltenste Boss auf Gorma HD hier auf City Build. So, auf jeden Fall, er ist im Dschungelbiom zu finden. Sein Dungeon nennt sich Maya-Tempel und seine Wächter sind Killerhasen. Er hat insgesamt 700 Herzen und er kann Ticket und das seltene Totem, also das Diego-Totem, droppen. Dieses Diego-Totem ist knapp 100k wert, also ja, wird schon mal dadurch ein bisschen reicher. Seine Spezialattacke ist, ja, er hat gar keine. Das bedeutet, es reicht schon, wenn du einen 2-Block-Tower machst und dann ihn einfach so triffst. Das ist alles. Das spawnt wirklich nur Hasen. Aber das Problem ist, ich habe den Kopf nicht bekommen. Das bedeutet, ich muss ihn nochmal holen. Ja, auf jeden Fall die einzige versteckte Sache, was ich auf jeden Fall, ist der Beacon. Falls der aber nicht gesprengt wurde, weil ja, es gibt unnormal viel TNT bei dem Diego-Tempel. Und das wird fast immer gesprengt. Also es ist eine Seltenheit, wenn das wirklich nicht gesprengt wird. Ja, es gibt dann aber auch nochmal ein paar, ab und zu ein paar Truhen dort, aber die sind nicht gut.